Zombie Apocalypse. Meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Alpenfarm mit dem Alois, dem Sepp, dem Kevin und mir. Hallo! Jawohl, hallo! Moin! Ja, Alois, moin! So! So, hat ja gut geklappt mit dem Dreschen mit den alten Schätzchen. Ja, alter Falter, da habt ihr die denn schon wieder her? Ja, restauriert. Okay. Aber nicht von den Bauern hier aus der Region, oder? Ah, okay. Okay. Ja, gut, dann, was habt ihr? Ihr habt ja gesagt, ihr habt noch was zu testen oder so. Oh, war ja jetzt. Ich habe vorhin schon was gesehen. Ich habe nur gedacht, was ist denn jetzt hier kaputt? Ach. Kriegt plus Dünger. Okay. Ja. Betriebspartner Pöttinger ein paar Flüge zur Verfügung gestellt gekriegt als Vorführfahrzeuge oder Vorführmaschinen. Die würden wir noch ganz gerne. Du heiliger Bimbam. E-Schlepper mit dabei. Der hier. Genau. Ja gut, der ist natürlich jetzt oben, ne, und macht die Wiese oben leer. Ja, wir müssen ja eh erstmal düngen. Hm? Naja, also dann genau. Lasst uns doch meinetwegen loslegen. Also wir starten erstmal durch und machen... Okay, wenn das Ding leer ist, wo kriegen wir denn neu? Mist. Hier, wenn du hier... Aber das siehst du schon. Uns ist... Also wenn ich da gerade... Also hinterm Haus hier das Muppetter. Hier. Ah, okay. Und zwischen Haus Gas kaputt fährst. Ja, genau. Also hier quasi, wupp. Ja, genau. Ja, dann solltet ihr aber vielleicht den LKW noch an der Seite fahren, wa? Ja, du kannst hier lang fahren. Gabi? Ja, ist ja Umweg, wenn ich von da vom Feld komme. Macht doch gar keinen Sinn, nimm mal Schuss leer. Komm. Den meinst du? Kannst du das überhaupt mit so einem langen? Weiß ich nicht, ich probier's mal. War nicht kaputt, den haben wir erst neu, ne? Ja, es passt schon. Gerade in dem Weg, einfach gerade weiter rennen. Genau, oder einfach geradeaus weiterfahren. Na, er muss natürlich um die Kurve fahren. Oh, das wird eng. Immer weg da. War einfach gerade in der Feldlinie. Ja, ich merk's. Ja. Genau, lass ihn da einfach stehen. Passt dann schon. Was kauft man sich so lange Dinge für hier? Haben wir gebraucht, hast du doch gesehen für dein. Aber. Ihr seid doch irre beide. Ja dann lass uns mal starten. Ich fahre am Rand. Warum hat denn der hier nur... Warte mal. Irre ich mich gerade? Warum hat denn der vordere Zwillingsbereifung drauf? Ach so. Ah, okay. So, jetzt bin ich ja gespannt hier. Testfahrt mit... Oh, warte mal. So, Moment. Ah, was war das denn jetzt? Moment, die Herren, bitte. Du kannst die Gülle gleich voll auf der Scheibe haben, du. Lass mich kurz überlegen. Doch. So.
da. Hat sich was stumm gestellt, das gibt's ja nicht. So, sagt mal was, meine Lieben. Test, Test, hallo, hallo. Jo, alles klar, da ist er wieder, da ist er wieder. Musst du in der Mittelkonsole auf die X-Taste drücken, ne? Okay. So, ich fahre jetzt erstmal hier ran. So. Fangen wir mal X. In welche Richtung? Genau. Bist du mal, dann sehen wir mal. Siehst du gleich, wenn du die X-Taste gedrückt hast. So, X und dann B. Ah, zur Seite. Okay, warte mal. Gut, dann musst du in dem Feld fahren quasi. Genau. Ich hab nichts gesehen. War was? Ja, auch nicht, nein. Alles gut. Alois? Ja. Ja, bitte. Danach können wir noch bei euch hochfahren, eure Wiese machen. Dann können wir auch mal ausprobieren, wie die Hanglage ist von den Fahrzeugen. Ja, aber ist das nicht der gleiche wie unserer? Ja, aber ihr habt keinen Düngestreuer oder Miststreuer. Geht ja darum, um den Höhen- und das Gewichtsunterschied zu testen mit dem Düngestreuer. Beziehungsweise okay, Miststreuer. Ich bin leer. Ja, dann einmal Nachschub holen. Jawohl, Herr Oberfeldwebel. Aber flott unterwegs, ne? Ah, irgendwie. Ich hab noch ein bisschen was drin. Guck mal, ob ich das Stückchen hier noch reinkriege. So. Ja, jetzt bin ich auch leer. Ich auch. Dann holen wir mal Nachschub. Na komm, ich fahre. Er ist aber noch flink um die Kurve gekommen. Das Teil ist aber auch flink, ey. Deswegen sag ich ja immer wieder, am besten bei Straßenfahrt die Allradlenkung ausschalten. So, wo waren wir denn jetzt hier? Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Ah, sieht man ja wohl. Nö, ich nicht, aber egal. Ja, achso, Dinge. Jo! Alter, Mann, ist doch kein Lied so. Warum nicht? Ja, da kann man noch alles drauf schieben auf die Knochen, ne? So. Und was sagst du? Gehen ganz gut die Dinger, ne? Boah, nicht schlecht, Herr Specht. Ich muss sagen, ich bin selbst überrascht. Ja, ich muss auch sagen, also es ist echt nicht schlecht. Die sind sehr flott unterwegs. So, bin leer. Mal wieder.
warum kriege ich denn die Steuerradlenkung, die Allradlenkung nicht aus? Weiß ich nicht. Gar nicht erst raus, also. So wahrscheinlich, weil die Steuerbelegung die gleiche, die gleiche Tastenkombi hat. Echt? Wechseln auf Fahrzeug wahrscheinlich. Voila. Ah, jetzt. Ja, stimmt, hast recht gehabt, Sepp. Daran hat's gelegen. Okay. Ja, das sind immer diese Kleinigkeiten, wenn man nicht unbedingt immer drauf achtet, ne? Jetzt fehlt mir die Lenkung aber. Deswegen ich gewöhnlich gleich dran, auf der Straße anzulassen. Also das ist schon, ja, auf dem Feld doch schon ein ganz schön größeren Wendekreis. Auf der Straße ist es schöner, aber auf dem Feld ist es wirklich ein ganz schöner Unterschied. Da hat er mich zugesaut, dies. Ja. War der gar nicht an? Ey, was ist das denn? Ich muss doch den Steuer anstellen. Ich hab doch gerade gedrückt. Den besten Haushalt vor. Da fahr ich meinen schon mal rüber weg. Ja, wir können nur noch ein, zwei Streuer oben auf die Wiese fahren. Oder nicht? Am Hang testen. Würde ich sagen. Ich bin halt nur noch nicht ganz fertig geworden. Die ganze rechte Seite habe ich noch fertig, aber die linke noch nicht. Ja, die kommen ja da schon hoch, bis sie hier oben fertig, ich weiß Bescheid. Genau, weißt du Bescheid, Vater kommt nach Hause, also versteck den 1050 wieder in der Garage. Ja. Was wie ein 1050? Du musst ja den Kack auch noch irgendwo unterkriegen. Oh, ich komm. Achtung. Sepp, lass uns doch eher auf den Alois eben warten. Hier, dann können wir zusammen hoch. Ihr könnt auch schon vorfahren. Das hört schon am Plan. Warten oder vorfahren? Fahren wir langsam. Ja, genau. Mir gefallen die Fahrzeuge immer besonders. Echt, hätte ich nicht gedacht. Elias, danke für dein Horst. Ey, hast du Sparversion? Was ist das denn jetzt? Sepp. Jo. Hast du Sparversion? Und kein Blinker? Und. Also ich kenne den Sepp ja noch nicht so lange, ne? Aber blinken habe ich den noch nie gesehen. Aber er hat den Knopf für die Rundumleuchten gefunden. Wenn ich mich mal nicht entscheiden kann, wo ich hinfahre, weißt du? Ja, ja. Oh. Das bin coole, auf dem Weg. Coole sind die Blitzer hinten dran bei dem Dinger ja, hier. Ja, das habe ich auch gerade bemerkt. Genau, ganz wichtig, links und rechts gucken, nicht, dass wieder so ein Touri angefahren kommt und uns über den Haufen sammelt.
Heizer. So langsam fahren kennt der echt nicht, ne? Ja, ja, immer nur am Heizen. Ist auch was kaputt gemacht. Wenn der da vorne gut so langsam fährt. Das leckt ja auch los. Da fange ich mal hier vorne rechts an, ne? Ja. Ich fange oben am Zaun an. Aber nichts, oder? Ah, doch, bringt wo. Vielleicht sieht man es nicht direkt. Ja, doch, man sieht's wohl, aber... Kevin! Bach! Ja? Fahr mal die Maschinen hier weg. Du hast die selber hier geklappt, das letzte Mal. Mann. Wenn man hier nicht alles selber machen muss. Hier oben. Oh, ich hab leer. Ich helfe dem Jungen mal, ich hab noch ein bisschen was drin. Jo. Doch ein Bergfahrzeug, also kann ich auch Berge fahren. Ja, macht ja Sinn. So. Da steht er, bitteschön. Kniegas. Ja, bitte. Wir haben Malheur. Was hast du gemacht? Irgendwas zum Bergen mit. Okay, ich fahr auf dem Hof vorbei. Hänger. Alles. Und am besten schnell, bevor der Zug kommt. Okay, ich komme. Sonst haben wir nämlich richtig Malheur. Zum Glück hat man den Anschnall gut. Ich kletter mal raus aus der Gurke. Auch gleich da. Jo. Um Gottes Willen. Ich bin mal. Jo. Was? Hättest du wohl gerne, du Blödmann. Wollen wir helfen, was man hier mitkriegt? Nee, mach mal weiter. Sepp macht erstmal die Bahnschiene frei. Ich komme auf Frontlader. Jo, das ist immer schon mal dahin. Ah, sind doch Profis. Naja, geschnallt in dem Ding, deswegen ist mir. Ja, das sagt man gar nicht. Und dazu. Ja.
Einfach ganz normale Gabel. Wir haben aber ein bisschen Schwein gehabt. Ja, Gabel. Puh. Okay, ihr kommt klar, dann fahre ich schon mal wiederholen, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh ey. Alles gut, wir sind ja oben eh noch mit dem kleinen Mist zugange. Mit dem kleinen da oben. Also das dauert. So viel Feldfläche, so weit wirft er dann auch nicht. Soll ich vielleicht hin ein bisschen drücken, so leicht? Ja, ah, jetzt hat er's. Ja, ein Stück weiter, genau, nach rechts rüber noch. Sepp, ja. Ich hab deinen schon mal wieder voll gemacht, ne? Jo, so sieht's gut aus. Ja, gut, ich glaube, so können wir ihn stehen lassen. Wunderbar. So, ich mach schon mal eine Straße zu, dann kann ich losfahren. Dass mir den Spannboden hier was bringt. War ein bisschen blöd gemacht. Überall mal eine Palette einarbeiten. Ja, das wäre nicht schlecht, glaube ich. Gut. Dann fahren wir mal langsam weiter. Vorsichtig weiter. Ich glaube, sie müssen hinter der Rampen reinmachen. Oh, ja, guter Tipp. Das hätte jetzt. Danke, sonst wäre der doof geworden, Kevin. Soll ich mal lieber hinterherfahren, falls er runterrollt, wenn das Auto von hinten volle Lotte reinfährt? Das wäre gar nicht schlecht, mach das. So, meine Lieben, aber es ist schon wieder soweit. 25 Minuten, mein Gott. Jawohl. Wie die Zeit vergeht, wenn unser Michel hier einen Unfall baut.
Ja, ich kann auch sagen, das war auch wirklich nicht geplant. Das haben wir gut gesagt. Ja. Von daher, wir sehen uns morgen wieder. Montag, 18.15 Uhr, schaltet ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und schlaf gut. Tschüss. Tschüss.